Hallo, schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute als erstes mal hier die erste neue Halle angucken, die Halle der Erloschenen. Das ist die in dem Anfangsgebiet. Und ich denke, es könnte hilfreich sein, dass ich euch erstmal sage, wie ihr hier hochkommt. Und zwar, wenn ihr auf der Karte guckt, hier ist die Hochweidenwarte. Und hier ist ein Obelisk. Und hier ein Plünderer versteckt. Und ich hatte zuerst versucht, irgendwie hier so rumzugehen. Da kommt man aber nur bis zum Refugium der Flamme. Und ihr müsst tatsächlich praktisch hier, kann man sagen, den Obelisken als Ausgangspunkt nehmen und hier so linksrum dann den Berg hochgehen. Also es geht dann so ein bisschen in der Schlangenlinie hier hoch. Da unten, warte mal, wo ist es? Da ist zum Beispiel jetzt so ein alter Grabeingang. Und der Obelisk müsste ungefähr da sein. Und ja, und der Weg führt hier so hoch. Ja, dann gehen wir mal rein da und gucken, was uns erwartet. Also, ich bin ja schon mal ein paar Meter reingegangen letztens. Also, es scheint mir tatsächlich, dass es gestern bei mir verbuggt war, als ich das erste Mal hier drin war. Und dass diese ganzen schwebenden Bauelemente gar nicht zu diesen erloschenen Hallen dazugehören. Ja, also die erste Korrektur zu meinem Update-Video von gestern. So, hier gibt es etwas zu lesen. Balthasars Forschung. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ja, das sah gestern tatsächlich anders aus. Ich dachte, das gehört dazu, weil irgendwie habe ich gedacht, naja, erloschene Hallen, okay, da sind halt irgendwie die Bauelemente erloschen. Ja, nee, war wohl nicht so. Das war der ganze Schutt, der hier durch die Gegend gefloatet ist. Es gab heute Morgen noch mal einen kleinen Patch. Hey. Aha, guck mal, was ich an den Beinen habe. Interessant. Was war das? Was ist das? Sammeln. Oh, das waren Knochen. Okay, das Design der Knochen hat sich geändert. Ja, das brauchen wir an und für sich nicht. Ektoplasma haben wir gefunden. Alles klar. Das hatte ich wahrscheinlich an den Beinen. Okay, na dann lass uns hier mal rein. Da haben wir nichts. Da haben wir was, was wir plündern können. Hübsch. Hübsches Design. Rotes Marmorfragment. Aha. Okay, hier können wir Bücher abbauen. Schick. Oh. Sehr gut. Wäre gut. Ach, setz mal deine Kappe auf. So. Fein, fein, fein. Knochen.
Das ist nur so das Licht. Okay. Bandage. Ja, hier gibt es natürlich wieder viel zu looten. Holzstückchen brauchen wir nicht. Also ich denke, das sind die Baublöcke, die wir bekommen jetzt neu. Okay, das brauchen wir nicht. Was war das? Ah, guck mal, da oben. Barriere gelüftet. Fein. Okay. Was ist das? Plop hat's gemacht. Das grüne Licht. Okay. Plop hat es gemacht. Habe ich jetzt dieses grüne Licht im Inventar? Oh ja, was das Ektoplasma war das? Spannend, sehr spannend. Okay. Hier gibt es nichts wirklich weiter. Kann man das abbauen? Nee, nee, das sind alte. Oh ja, das kann man mal ausprobieren. Kann man das hier abbauen? Und was bekommt man dann? Nichts. Stein. Okay. Nur Stein. Hier kommt man nicht. Gut. Erstmal die beiden Seitengänge hier erkunden. Ah, Äste. Mehr Äste. Und nüscht. Was bist du? Ist das... Oh, er schießt auf mich. Aha. Oh. Oh, hi. Also diese grünen Geister geben uns Ektoplasma. Oje, oje. Komm her!
Ah ja. Okay. Cool. Also es ist nicht nur alles nett, was aus den... das finde ich gut. Das gefällt mir super gut. Oh. Oh. Spannend. Oh, oh. Hi, wer bist denn du? Ei, ei, ei. Jui. Wow. Nice. Das macht Spaß. Definitiv. Aha. Komm her hier. So ein Magier, sehr schön. Schädelbeschwörungsgefäß. Okay. Eisschutzlotion. Das ist toll gemacht hier. Das gefällt mir sehr gut. Was haben wir hier? Der Globus. Noch mehr Eisschutzlotion. Noch ein Pfeil. Jawohl. Na, das kannst du auch gleich noch mitnehmen. Ah gut, ein Knochen. Nein, nicht hinsetzen. Okay. Very nice. So, das ist groß, ne? Irgendwann muss ich die ganzen Äste wegwerfen. Das Ektoplasma. Warte mal, ich kann mal eben das hier einfach mal austauschen, falls es notwendig wird. Aha. Aha. Oi. Gut. Da kann man hoch. Ah ja. Da sitzt so ein Magier. Das ist ein Dead End. Okay. Wow, ist das, das wird immer größer. Da kommt man nicht durch. Hä? Wo kommst du her?
Barriere gelüftet. Aha, okay. Sehr schön. Wow. Das ist ja richtig, richtig groß. Ja. Soll ich mich jetzt durchbuddeln oder was? Nicht wirklich, ne? Muss ich da durch oder wie? Gucken wir mal. Guck mal, hier kann man Ektoplasma ernten. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür wir das brauchen, aber das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ja, ich nehme das. Also ich nehme jetzt mal an, das war der Grund, warum wir hier reingehen sollten. Ah ja, hier kommt man wieder raus. Also, dann ist das hier ja alles Ektoplasma. Ah. Okay. Na, da bin ich ja gespannt, was wir damit machen können. Ja, hier haben wir alles. Da war Ende. Ah ja, hier sind wir ja. Nee, hier waren wir noch nicht. Aber da leuchtet was. Da wollte ich noch mal gucken. Nicht, dass wir da was übersehen. Ja. Lesen. Zum Greifen nahe. Ich ziehe dich. Komm her, mein Freund. Ergreife meine Hand. Ich ziehe dich in den Schlund. Okay. Hilfe! Das wollte ich natürlich eigentlich nicht. Tja, na gut. Ich weiß nicht, ob das der vorgesehene Weg war. Vermutlich nicht. Da sind diese ganzen. Ah ja, okay. Also irgendwas können wir hier wieder öffnen. Eisschutz. Komme ich denn da jetzt hoch? Kleines Puzzle hier. Wahnsinn, ist das groß. Das sind wir natürlich noch gar nicht gewohnt, ne? Von Enshrouded. Dass etwas so riesig ist. So, wo geht es jetzt? Wie kommen wir da hoch? Na, gehen wir mal gucken. Kann doch da nicht hochklettern. Kann doch gar nicht klettern. Oh! Mir aber leid, dass du da verbuggt warst. Ah. Ah, Ektoplasma an den Beinen. Okay. Knochen wollen wir nicht. Das. Ach, das waren auch nur Knochen. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob das korrekt war, dass ich hier runtergefallen bin. Das ist so riesig. Ach, Mist. Ich fürchte noch nicht mal, ich bin gar nicht sicher, ob ich hier genug Waffen dabei habe. Ich habe nämlich beim Bauen meine. Oh, alles voller Ektoplasma, okay. Ich bin ja im Moment schwer am Bauen.
Und beim Bauen hatte ich meine ganzen Zauber rausgetan und die habe ich vergessen wieder reinzupacken, bevor ich hierher gekommen bin. Nein, ich will... Mist. Okay. Aha, das zieht dir die Energie weg. Okay, hier sind wir wieder oben. Gut. Nichts. Ja. Mhm. Irgendwie sagt mir das, wir müssen da irgendwie hoch. Habe ich da irgendwas übersehen? Wie kommen wir denn da hoch? Ah, ja. Ich habe etwas übersehen. Offensichtlich. Naja, die stören mich nicht unbedingt. Die haben nur so Lederfetzen dabei. Kommen wir jetzt dann da hinten durch? Haben wir jetzt alles erwischt? Da wäre es auch hochgegangen. Ah ne, da sind wir eh hochgekommen. Super, ich habe schon die Orientierung verloren. War ja klar. So, ich hoffe, das war's jetzt. Nein, das war's nicht. Das war es noch nicht. Da. Hier sind wir runtergefallen. Ja. Gut, dann kann man da natürlich irgendwie noch hin. Oh, ich dachte, da könnte ich stehen. Ach du lieber Himmel. Ah! Ah, siehst du, da ist er. Da ist er. Ja. Gut. So. Okay. Okay, okay. Okay, da. Ah, hoch. Die Tür ist immer noch nicht offen. Das gibt's doch nicht. Wo ist noch so ein grünes Ding? Ich hoffe, das kann man von hier unten überhaupt öffnen. Nee, hier ist nichts. Ach, da haben sie sich wieder was ganz anderes einfallen lassen. Da sind wir runtergefallen. Ja, klar. Die Frage ist natürlich,
Wie kommen wir da drauf? Wie kommen wir da oben hin? Aber hier waren wir schon. Ah, okay. Waren wir doch noch nicht. So. Wow. Okay. Was gibt's denn da eigentlich? Ah ja, Ektoplasma. Okay. Hast du noch Ausdauer? Ja. Ah, hier kann man seine Ausrüstung reparieren. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Dann gib mir mal mein Jasminas sowieso wieder. Da sind wir reingekommen. Okay, da. Oh ja, da kommt man rein. Ah ja. Ja, wie ich mich kenne, werde ich da irgendwie einen erwischen. Ah, nicht. Huch. Okay. Vielleicht hätte ich noch mal reparieren sollen. Nimm mal das andere Schwert. Hallo. Hopp. Stahlschwert des Sakrilegs. Na gut, schauen wir mal. Bringt auf jeden Fall sehr, also die ganzen oder sehr viele Perks mit, ne? Na, aber man kann es, ja, es ist halt nur kein episches oder so. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwo eine Kiste übersehen, wo zum Beispiel die... Können wir das mitnehmen? Danke. Die habe ich doch immer mitgenommen, ne? Ja. Okay. Gut. Das war eine Sackgasse.
Also mir ist schon irgendwie bewusst, dass wir an zwei Gängen noch nicht waren. Aber ja. So, was gibt's hier? Komm zu mir, neue Geschichte. Notizen von einem neuen Freund. Ich glaube, dass uns ein riesiger Geist oder so hier erwartet. Da geht's nicht weiter. Ich dachte immer, die greifen mich an, aber tun die gar nicht, ne? Oder? Keine Ahnung, ich lasse den mal in Ruhe und gucken wir mal. Kommt der hinter mir? Er greift mich doch an, ich hab's doch gewusst. Okay. Oh! Cool. Cool, cool, cool. Ja, reparieren. Keine Fallen? Keine Feinde, keine Fallen? Okay. Oh Mann. Ist das riesig. Ich habe noch 6 Minuten ausgeruht, Buff. Ach komm. Na? Was? Noch ein Strom. Okay. Und das sieht nur nach Lichtern aus. Wow. Das ist so cool gemacht, wirklich. Ah. Ja. Jo. Oi. Ei, ei, ei. Ja. Ah. Erstmal den Ektoplasma-Werfer hier loswerden. Ah, noch einer. Komm her hier. Okay. Oh. Wo kommen die denn jetzt noch? Ach du lieber Himmel. Ich muss mein Leben im Auge behalten, aber momentan ist noch alles gut. Ach Mann. Oh, noch einer. Wow. Also, wenn die hier... Ach, noch wollen wir nicht. Wenn du hier alleine im Anfangsgebiet unterwegs bist und gehst hier rein... und bist vielleicht gerade eben Anfangsgebiet-Level mit deinem Charakter. Boah, ich glaube, dann hast du deinen Spaß hier drin. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Gut, da hätte man... sich irgendwie hoch hätte retten können. Oh, da kommt die nächste Bande. Oh,
da ist ein neuer dabei. Ah! Leute! 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 Ah! Ich muss hier weg. Ja. Mhm. Wow. Wow, wow, wow. Mir fällt gerade nichts ein, wo ich mich hier in Sicherheit bringen kann. Gar nicht. Nein. Okay. Und dann ziehen wir gleich noch mehr auf uns. Ja. Wie geht's uns? Geht's uns eh ganz gut? So. Okay, ich glaube, die resetten sich gerade. Mag er nicht. So, den einen Fiesling sind wir mal los. Oh, hi. Das Looten geht jetzt echt viel schneller. Das ist super. Gut. Eieiei. Komm her. Okay. Ich natürlich gleich wieder zum Loot. Anstatt irgendwie zu gucken. Okay.
Wow. Wow. So, können wir. Nee, da ist auch noch einer. Wo kommen die denn schon wieder alle her? Lieber Himmel. Da! Geh! Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Ups. Einfach mal so ein Notflug hier zwischendurch. Kann das sein, dass die nachspawnen? Ich habe auch mittlerweile komplett die Orientierung verloren, wo ich schon war und wo ich noch nicht war. Okay. So viele Gänge. Barriere gelüftet, okay. Schön, aber welche Barriere? Wo? Also doch, wenn ich das eben richtig gesehen habe, sind die Bosse diejenigen, die die anderen reinspawnen, ne? Kann das sein? War ich hier schon? Hallo, mein Freund. Plopp. Noch ein Strom. Ja, die neuen Baublöcke. Hallen der erloschenen Block. Nice. Nice, nice, nice. Okay, gut. Raus hier. Wow. Aber ich muss sagen, das macht wirklich, wirklich richtig Spaß, ja. Wo geht's jetzt weiter? Wo muss ich hin? Ah. Normalerweise würde ich ja sagen, geh in die Richtung, wo die Feinde sind, weil die hinter dir hast du schon getötet. Aber ehrlich, ich bin mir hier gerade nicht mehr sicher, ob das so stimmt. Na, hier sind Türen. Ach so, da ist die. Ja, da waren wir ja gerade. Oder? Okay. Ich
Haben wir jetzt zweimal die Baublöcke aus demselben bekommen? Nee, ne? Eieiei. Gut, das Ektoplasma an den Füßen ist jetzt nicht so ein großes, so eine große Schwierigkeit. Hier waren wir noch nicht, ne? Nee, hier waren wir noch nicht. Brawly, der Sammler! Ja, nice. Also dann hätte ich jetzt vermutet, ich dachte hier, das wäre irgendwie. Ich hatte jetzt gerade. Also Crawley, der Sammler, ist der neue NPC. Nice. Hier dürfen wir noch mal reparieren. Das macht mich jetzt aber. Okay. Ich bin ja gespannt, was Crawley, der Sammler, für eine Werkbank bekommt, wenn ich mir das so angucke. Wow, das ist echt spannend, Leute. Schön gemacht. Schöne, wirklich toll. Wirklich toll. Silberschussbogen, legendär. Ja, danke. So, wie viele von denen habe ich jetzt? Ich habe 154. Nee, das ist es nicht. Ich weiß nicht, was diese grünen Punkte machen. So, ich nehme an, hier geht's jetzt raus. War eh lang hier drin, aber macht unglaublich viel Spaß. Das ist, glaube ich, jetzt eine Stunde. Elden Crawley, der Sammler. Huch. Okay. Stehst du gerne in der Sonne oder hast du es lieber dunkel? Elden Crawley. Ah, frische Luft füllt meine müden Lungen. Ich grüße dich, neuer Freund. Ich bin ein Fährmann, ist er. Oh, ein Hüter der Seelen, ein Licht in der Nacht. Was für ein Glück für dich, du Zielloser. Ich werde deinen Weg erleuchten. Naja, ich meine, der Weg des Fährmanns führt ja eigentlich nicht ins Licht. Naja, kommt drauf an, oder? So. Elden Crawley. Sammler zu deinen Diensten, Unterschlupf erforderlich. Ja, ist klar. Herstellen. Düsterdickicht, Knochenschlüssel, Zaubersprüche. Ja, das sind diese Sachen, die wir eben schon gefunden haben. Das auch. Pfeile, Elektroplasma, Edelsteine. Ich kann mir gut vorstellen, die braucht man für diese neuen Möbel, die wir eben schon gesehen haben im Dungeon. Und die Stühle, ja. Düsterdickicht, Knochenschlüssel. Öffnet die Türen in den Hallen der Erloschenen des Düsterdickicht. Na, da bin ich gespannt. So, Crawley, mein neuer Freund und ich, wir verabschieden uns von euch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, einen Kommentar. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und tut dem Kanal gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.